Machen wir mal eine Wanderung in der Woche. Sehen, wie es wird. Was ich geplant habe, wir sind allerdings jetzt schnell da. Wir sind jetzt hier am Parkplatz Bullauer Bild. Wir laufen da, 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 da. Wenn wir dann noch viel Zeit haben, dann erfülle ich euch den Wunsch, laufen wir zum Bullauer Bild noch. Das sind die Wohnung von der Theo kennt sogar schon unsere Wünsche. Ja, das ist jetzt so ohne dass wir so äußern. Bullauer Bild und die Kurve, da war es jetzt das Brünsche. Dann sind wir da hochgefahren, das sind die starke Wände. Die Wände. Wir kommen da praktisch rum. Aha. Der Weg Bullau 1 ist nicht mehr ausgeschildert. Mehr. Super gut. Da wolltest du doch immer da hin. Ja, genau. Wo ist das? Da links. Da unten ist es. So. Hier mit dem Weg 2. Da bin ich immer gespannt jetzt. Ja. Da wunderbar. Wenn man so eine Führung hat, kriegt man alles einfach Freihaus geliefert. Bullauer Bildweg. Was brauchen wir? 2 Stunden. Ist die heute alles am Servieren hier? Ist das nicht wunderbar? Ja, ja. Auf jeden Stein, der auf dem Wege verstreut ist. Der kennt alles, der Theo. Wo kommt der Stein immer her? Aus welchem Steinbruch? Aus welchem Steinbruch? Der aus dem Sandbacher Steinbruch. No. Der ist aus dem Steinbruch, Kirschbrombach. Woher weißt du, dass er nicht aus dem Sandbacher ist? Falsch, das war's. Du kannst mir einen armen Sanddreck in Erde vom Rhein-Main-Gebiet geben, dann sagst du, wo er her ist. Aber das, die Sandbacher können da auch drin. Der heißt Schweizer, war mein Chef, vielleicht hast du das schon gehört. Nee, weiß ich nicht. Das war der Steinbruch, wo heute die die Grünschnittdeponie ist. Ach so. Ja. So, also. Also Gerd, mich nervt deine Filme weit. Ja. Jetzt sind wir beim Richtfunk. Beziehungsweise Sebastian oder was auch immer er sendet. Wir müssen vielleicht sogar die Filme sehen. Sieht man nicht, die muss aber können wir heute laufen. Bodenwand. Im Herbst. Ein Ameisenhaufen, sieht man zumindest mal keine Ameisen mehr, müssen alle drin sein. Schon beim Ausläufer des Felsenmeers. So sieht das hier aus. Also das ist ungefähr, das ist knapp 60 Jahre her, dass ich... Aber in 60 Jahren war ich zu Hause, bin ich froh, dass wir jetzt da sind. Das ist doch schön. Das ist Ebersberger Felsenmeer. Ja, das ist die abgestürzte Felsen, haben sie gerade gemeint. Buntsandstein. So geht dann auf, dass sie mal herkommen. Da oben waren sie. Da sind sie noch, die Felsen. Ja. Dann hier, als Kind war wichtiger, wenn wir da oben in der Halle waren. Ich habe die Liedergräber. Da kommt der Hörlager. Durch das Dorn zu filmen, sieht schon interessant aus. Ein Bornkäferbaum, wie der aussieht. Wenn der den übrig lässt, sozusagen. Es ist nicht, es gibt das kaum gepegelt. Nee.
kommen Sie mal. Ich glaube, das ist er da. Bis nuff. Ah ja, Borkenkäfer. Sieht schon nicht ganz so einfach aus, dann wenn sie. Da sagen wir mal. Ah ja. Jetzt sind wir auf der Höhe beim Bulau. Bulauer Bild. Da geht's jetzt neu. Das ist das Mahnmal. Nee, was, wie nennt sich das nicht Mahnmal? Erinnerungshütte halt. Fürs Bild. Das ist wieder einer von Kirchstrombach am Steinbruch. Ups. Ich glaube sogar, dass der Metallkern hat, ha? Wie das steht. Das glaube ich nicht. So. Tja, das ist er. Das war mal in einen Baum eingewachsen, deswegen war das so was Besonderes. Und so ist er halt so was drum gebaut. Jetzt gibt es Hütte, da waren wir früher als Appleboy trinken. Da stand Würzberg noch. Das ist aber auch nichts mehr, glaube ich. Und da ist auch nichts mehr. Oder Obersensbach. Rösekreuz. Ja?